herzlichen Dank für diese Einleitung. Ja, ich habe mir gedacht, so eine Antrittsvorlesung ist sowas, dass man sich eigentlich vorstellt, dass man bekannt wird. Und indem ich ja doch schon längere Zeit auf der BOKU bin, habe ich geglaubt, eigentlich brauche ich mich gar nicht mehr so vorstellen. Und die mich nicht kennen, die werden mich schon noch kennenlernen. Aber ja, die Verwaltung bei uns funktioniert. Auch nach 2,5 Jahren wird man erwischt zu einer Antrittsvorlesung. Und aus dem Grund ja, freut es mich, ja, mich freut es besonders, dass auch, wenn man so die Punkte durchschaut beim beruflichen Werdegang, dass eigentlich aus meinen ganzen Lebensphasen da Leute da sind. Ne? Das fängt an, Anfang der 80er Jahre, wie ich noch für Realpraxis in der Wildbachverbauung gemacht habe, dass ich da hinausgefahren bin, dass mir da was erklärt worden ist, bis hin dann zur Zeit Diplomarbeit in Imst, wo ich ja, meine Lehr- und Wanderjahre verbracht habe, dann die Zeit in der Sektion Wien Niederösterreich-Burgenland, wo ich sozusagen mal produktiv tätig war. Ja, und dann, naja, und dann war die große Zeit sozusagen der Universität, wo ich auch Vertreter aus dieser Phase da habe. Ja, und jetzt freut es mich, dass sehr viele Junge da sind, die, ja, die jetzt von mir lernen sollten. Nicht? Das heißt, meine Aufgabe ist jetzt, das, was ich bis jetzt so mir irgendwie angeeignet habe, dass ich das jetzt dementsprechend auch weitergebe. Ja, ich habe mir das Thema ausgesucht, Schutz vor Naturgefahren, eine ständige Herausforderung. Sie sehen da ein paar so Schlagzeilen, die heuer da so in der Zeitung waren. Warum aber dieses Thema? Nicht? Das Interessante ist, man kann lange Zeit in dem Geschäft tätig sein, aber man wird immer wieder Überraschungen erleben. Einerseits, wie sich solche Prozesse auslösen, wie sie entstehen, wie sie sich ausprägen, aber dann auch, in welche Interaktion sie treten mit Schutzmaßnahmen. Und wir müssen uns immer, wenn wir solche Ereignisse uns vorstellen, brauchen wir ein Gedankenmodell. Wir reden ja von Ereignissen, die nicht alltäglich sind, nicht? Sondern wir reden über etwas, was wir vielleicht noch nie gesehen haben, was insgesamt schwer vorstellbar ist oder was wir vielleicht auch nie in unserem Leben sehen werden. Das sind einfach diese wirklich großen Ereignisse, aber die brauchen wir im Hinterkopf, um auch die adäquaten Schutzmaßnahmen und Lösungsmöglichkeiten für die Bevölkerung aufzuzeigen. Stellen wir uns einmal vor, es ist so eine Gemeinde, sagen wir mal, das war die Gemeinde, Gemeindefläche, der Siedlungsraum einer Ortschaft und es passiert jetzt was. Wir haben also da so einen Prozess, der einwirkt und wenn wir sagen, okay, das Ganze, das Orange war jetzt die Nettofläche, die jetzt für Siedlungsverkehrsfläche und so weiter zur Verfügung steht, dann haben wir, wenn so ein Ereignis auftritt, auf jeden Fall einmal weniger Platz zur Verfügung. Nehmen wir an, die Gemeinde ist lernfähig und sie macht irgendwie oder lässt einen Zonenplan ausarbeiten und sie will Bescheid wissen, welche anderen Gefährdungen sind auch noch vorhanden. Kommt man vielleicht drauf, dass diese Nettofläche immer kleiner wird. Ist natürlich die Frage, naja, irgendwas müssen wir dagegen tun. Jetzt gibt es verschiedene Schutzstrategien, die man sich so zurechtlegen kann. Fangen wir mal da rechts an. Nehmen wir an, das ist eine sehr innovative und finanzstarke Gemeinde sagt, wir wollen alle Gefährdungen ausschließen. Das heißt, wir versuchen die außerhalb dieses Wohn- und Siedlungsraumes in den Griff zu bekommen, dass wir also die gesamte Gemeindefläche als Nutzfläche zur Verfügung haben. Eine andere Variante ist, dass man sagt, okay, ich versuche einen Prozess irgendwie in den Griff zu bekommen. Für einen anderen Prozess, ja, da reicht es, dass ich die Gebäude, den Wohnraum direkt schütze. Bis hin zu einer Gemeinde, die sagt, na okay, wir geben einfach diese Fläche auf, die Nettofläche verringert sich, bis hin zu den Überlegungen, das Ganze sozusagen wieder als Grünland auszuweisen und sozusagen die Nettofläche auf Null herunterzufahren. Das ist die ganze Bandbreite an Möglichkeiten von Schutzstrategien. Welchen Weg, dass man jetzt da beschreitet, also in welche Richtung, dass man tendiert, das ist eine Frage der Risikokultur. In unseren Alpenländern sind wir eher auf der sehr technischen Seite zu Hause und sagen, wir wollen eigentlich immer einen Schutz haben, dass diese Prozesse erstens gar nicht stattfinden und wenn sie mal sozusagen in den Siedlungsraum vordringen, dass wir es dort auch noch irgendwie beherrschen können. Es gibt andere Strategien, wo man mehr oder weniger die Prozesse zulässt, aber dafür die Bevölkerung dementsprechend trainiert und schaut, dass sie gewisse sozusagen Schutzflächen hat,
wo sie sich dann in Sicherheit bringen kann. Jetzt bedingt natürlich, dass die Leute dementsprechend vorbereitet sind, trainiert sind, informiert sind. Und das ist irgendwas, was in unserer, sage ich mal, Risikokultur eigentlich überhaupt nicht vorhanden ist. Also mir sind keine Übungen bekannt, wo man mal sagt, okay, in einer Gemeinde, jetzt machen wir Hochwasserschutzübungen und die Leute müssen einfach irgendwie was tun, müssen weg, sie müssen schauen, wo sie hingehen. Das Gleiche gilt für Lawinenereignisse. Also einfach einmal wirklich einmal im Jahr zu schauen, was tun wir denn überhaupt, was in anderen Ländern gang und gäbe ist. Also wir haben nicht diese Kultur, wäre aber sicherlich in gewissen Bereichen interessant, dass man sich einmal sowas überlegt, allein zur Sensibilisierung der Bevölkerung. Welche Rahmenbedingungen herrschen bei solchen Entscheidungsprozessen vor, welche Strategie man wählt? Das Erste ist eine Größenordnung des unterstellten gefährlichen Prozesses. Also wenn der riesig ist, dann wird man technisch auch nicht mehr viel unternehmen können. Die nächste Sache ist die Vorhersagbarkeit und die verfügbare Reaktionszeit. Also im Alpenraum haben wir meistens sehr kurze Reaktionszeiten, das heißt, dass man sich in Sicherheit bringt. Ist natürlich schwer, das Ganze zu handeln. Dass man wirklich dann was machen kann, das bedingt natürlich ein großes Training in dem Zusammenhang. Die nächste Sache ist die Anzahl der Betroffenen. Wie viele Leute müssen wir eigentlich irgendwo in Sicherheit bringen oder welchen Nutzen haben wir, wenn man das Ganze technisch verbaut? Das technologische Niveau, welche Techniken stehen uns zur Verfügung? Also im Alpenraum sind wir technisch relativ gut, aber wenn ich mir jetzt, sage ich mal, irgendwelche Staaten, Himalaya oder Pakistan davor stelle, dann sind wir auf einem ganz anderen Niveau. Soziokulturelle Aspekte spielen eine Rolle. Die verfügbaren Finanzen, die verfügbare Fläche, aber natürlich auch die Interessen der Betroffenen. Der Planer, Politiker, Medienvertreter und Versicherer. Betroffene, es gibt jetzt so ein Paper, das ist erst im Oktober jetzt erschienen, wo man untersucht hat, was wünschen sich die Betroffenen. Und da kommt auch wieder eindeutig heraus, die Betroffenen wünschen sich aktiven Schutz, technische Maßnahmen, dass man möglichst das Siedlungsgebiet vorab schützt. Also sie wollen eigentlich auf keine Fläche verzichten. Ein wichtiger Player sind die ganzen Politiker in dem Zusammenhang. Wann nach einem Ereignis oder fast beim Ereignis noch Politiker sagen, bei uns braucht keiner Weckerziehen, es wird alles geschützt, dann ist eigentlich vorab schon mal eine gewisse Strategie vorgegeben, aber kann schwer sich aus sozusagen diesen auch dann medial vertretenen ein Interesse dann irgendwas entgegensetzen. Also das ist eigentlich schwierig und wir müssen eingestehen, wann solche Aussagen da sind, dann hat man kaum mehr einen Handlungsspielraum. Was ist jetzt der Schlüssel zu diesen Schutzmaßnahmen zur Bemessung? Wir müssen ja schauen, dass das irgendwo in einem Verhältnis steht. Es gibt also eben so eine Definition, was ein Bemessungsereignis ist. Das ist also ein Ereignis, das bei der Planung von Bauwerken, zur Projektierung von Schutzmaßnahmen sowie bei der Gefahrenzonenplanung zugrunde zu legen ist. Für unsere Maßnahmen gilt, sage ich mal, im Schnitt ein 100-jähriges Ereignis plus minus ein paar Jahre, aber das sind diese Ereignisse und daher auch am Anfang die Aussage, naja, 100 Jahre, wenn das wirklich einmal in 100 Jahren auftritt, dann man muss wirklich nicht miterleben. Ne? Für uns, Gott sei Dank, waren die letzten Jahre sehr ereignisreich. Ne? Wir haben also sehr viel lernen können in der Zeit und sehen können, was vielleicht den Generationen vor uns eigentlich abgegangen ist. Aber das ist sozusagen jetzt unser Ansatz, ist nicht unbedingt der Ansatz der Betroffenen. Was heißt das jetzt ganz im Prinzip, so ein Bemessungsereignis? Wir haben auf der einen Seite, sagen wir mal, die Magnitude und auf der anderen Seite das Wiederkehrsintervall. Wir reden von einer niedrigen, mittleren und hohen Wahrscheinlichkeit des Eintretens, so wie es in der Hochwasserrichtlinie jetzt drinsteht. Sagen wir mal, das wäre ungefähr ein Ereignis alle 30, alle 100 Jahre. Und da ist halt in Österreich 300, in anderen Ländern heißt es halt 1000 Jahre, wie auch immer. Aber wir wissen, die Größenordnung nimmt zu, wann das Wiederkehrsintervall größer wird. Und als Parameter, ja, können physikalische Größen sein, es können auch ganz einfach Produkt zum Beispiel aus Höhe und Geschwindigkeit eines Prozesses sein. Und wenn wir das Thema Risiko mit einfließen lassen, steckt natürlich auch der Euro als Wert da dahinter. Bei so einem Ereignis
es geht irgendwo los. Das heißt, wir haben irgendwo eine Mobilisierung, wir haben irgendwo einen Transport des Prozesses und wir haben irgendwo eine Ablagerung und natürlich auch eine dementsprechende Einwirkung. Die Wahrscheinlichkeiten für diese Phasen sind eigentlich auch unterschiedlich. Also das ist nicht unbedingt genau die gleiche Ehrlichkeit. Wir haben dafür im Bereich der Gefahrenanalyse so ein Gedankenmodell. Das heißt, wir nehmen an, dass einmal das Ereignis ausgelöst werden muss und dafür gibt es ein Belastungsmodell. Was aber davor steht, ist, wann zum Beispiel sehr niederschlagsreiche Monate davor sind oder der Boden ist noch gesättigt von der Schneeschmelze, wir haben eine Art Dispositionsmodell davor. Darauf wirkt sozusagen dann der Prozess. Das Ganze wird mobilisiert, sei das jetzt ein Abfluss oder sei das Geschiebe. Das Ganze muss irgendwie nach unten kommen. Wir haben ein Transportmodell, das lagert sich ab oder es kommt zu Überflutungen. Und natürlich haben wir dann die Einwirkungen auf die Objekte. Das wären also unsere schildlichen Modellansätze, die wir da miteinander verknüpfen müssen. Ich möchte mich da, wenn ich nochmal zurückgehe, eher in meinen weiteren Ausführungen auf den oberen Bereich da irgendwo beschränken, weil ich glaube, das ist in Zukunft ganz interessant. Niederschlag, wenn wir uns das jetzt einmal als Auslöser irgendwo sozusagen vorstellen. Es gibt seit etlichen Jahren jetzt ein nettes Verfahren. Wir haben hier österreichweit so einen Raster und für jeden dieser Rasterpunkte gibt es ein sogenanntes Niederschlagsintensitätsdauerdiagramm. Das heißt, wir wissen, mit welcher Jährlichkeit und welcher Niederschlagsdauer welche Niederschlagshöhe zu erwarten ist. Hat aber die Krux, dass man da drei Kurven zur Verfügung gestellt kriegen. ÖKOSTRA heißt, es ist eine statistische Auswertung von tatsächlichen Messdaten und die maximierten Modellniederschläge, das sind die Ergebnisse von einem physikalischen Modell. Und der Kompromiss aus beiden heißt Bemessung. Nur die Schwankungsbreite ist natürlich relativ groß. Und das Ganze gilt immer nur genau genommen für einen Punkt. Jetzt haben wir aber nicht punktförmige Niederschläge, wo das auftritt, sondern wir haben doch Schauerzellen, die ein wenig größer sind wie ein Punkt. Und jetzt müssen wir sozusagen den Niederschlag über die Fläche abmindern. Und da gibt es auch wieder etliche Kurven, zum Beispiel eine leichte, starke oder sehr starke Abminderung. Wir haben also rein vom Niederschlag her schon eine sehr große Schwankungsbreite der Möglichkeiten, wie wir jetzt einen Wert für eine Bemessung festlegen können. Wie kann man jetzt eine räumliche Verteilung der Niederschläge irgendwie herausholen? Was man auch immer auch im Fernsehen sieht, das sind diese Wetterradarbilder. Wenn man sich diese Daten jetzt herauszieht, denn das wäre jetzt als Beispiel das Ereignis in Oberwölz, sieht man schön groß diese Niederschlagsverteilung in der Mitte, dieser rosafarbene Fleck, heißt einfach, dass dort Intensitäten größer, ungefähr 13, größer als mit 13 mm pro 5 Minuten aufgetreten ist. Das wird auch für diese Inka-Analysen von der ZAMT verwendet und das sind allgemein verfügbare Daten dann. Wir haben da auch eine Niederschlagstation, aber natürlich nicht genau im Zentrum drinnen. Was heißt das? Das wären jetzt die aufsummierten Niederschläge. Wir haben da eine relativ große Fläche, die eigentlich das Einzugsgebiet komplett überregnet. Heißt, als Niederschlagsvolumen, in dem Fall glaube ich rund 12 Millionen Kubikmeter Wasser, was da runterkommt. Jetzt kann man den Daten glauben oder auch nicht. Wenn man nicht glaubt, nicht gläubig ist, dann holt man sich die Originaldaten, die in irgendeinem Server der Austro-Control schlummern, für ein halbes Jahr, dann sind sie weg. Und das sind jetzt die Daten, die vom Zierwitzkogel stammen. Der Zierwitzkogel ist da 30 Kilometer entfernt und der schaut mehr oder weniger horizontal genau in das Einzugsgebiet hinein. Es war keine Schauerzelle davor, das heißt, die Reflektivität dürfte soweit passen. Und siehe da, wir haben auf einmal Niederschlagsintensitäten gemessen, die doppelt so groß sind als wie das, was man eigentlich von den herkömmlichen Daten bekommt. Das heißt, es geht auf bis zu 25 mm in 5 Minuten, was doch ein relativ, muss ich mal sagen, ein kräftiger Niederschlag ist. Hat man eher Weltuntergangsstimmung. Und die Schauerzelle an sich ist viel kleiner, passt ganz gut zusammen, wie wir mit der Ereignisdokumentation auch feststellen haben können. Also im Grunde genommen vertrauen wir eher diesem Modell. Wenn man sich das jetzt so anders vorstellt, wir haben diese zwei Bemessungsniveaus jetzt von Max Mode bzw. Bemessung für einen 100-jährigen Niederschlag für eine Zeitdauer von in dem Fall 3 Stunden. Und diesen Gipfel da, den man da sieht, das wäre die Niederschlagsverteilung.
Und siehe da, also der Niederschlag punktuell erreicht sehr wohl dieses Niveau von einem physikalisch berechneten Niederschlägen, die möglich sind für das Bemessungsereignis. Hingegen, ja, wenn man jetzt nur die Bemessung hernehmen würde, dann darf man das ganze Ereignis da gewaltig dann unterschätzen. Wir kennen jetzt aus diesen räumlich verteilten Daten einen Flächenabminderungsfaktor ausrechnen. Das wären diese Kurvenscharen da herüben, die relativ gut beieinander liegen für Dauerstufen von 15 Minuten bis zu 3 Stunden. Da eine Ausreißer ist für 5 Minuten, sei uns in dem Sinn wurscht. Und da haben wir sozusagen genau diesen Reduktionsfaktor. Und wir haben natürlich, wenn wir jetzt unsere Einzugsgebietsfläche Wildbächen anschauen, die zwischen 1 und von mir aus 5 oder 10 Quadratkilometer vor allem aufweisen. Wir haben also eigentlich für diese Flächen kaum eine Abminderung. Das heißt, wir müssten da eigentlich mit dieser schwachen Abminderung durchfahren. Je stärker, dass man das abmindert, umso mehr unterschätzen wir lokal den Niederschlag. Das heißt, dass wir de facto da nie unseren Bemessungsniederschlag wirklich richtig erfassen können. Das heißt, in der ganzen jetzigen Diskussion, wie groß so eine Schauerzelle sein kann mit der Abminderung, kann man aus solchen Daten ableiten, dass für Einzugsgebiete zwischen 3 und 5 Quadratkilometer sicherlich keine Abminderung in dem Sinn anzusetzen ist und dass man doch mit den maximierten Modellniederschlägen hineinfahren kann. Ja, das nächste ist, wenn wir jetzt bei der Disposition der Einzugsgebiete sind, das ist sozusagen das Ergebnis von einem früheren Projekt, die Verteilung von Hochwasser- bzw. Murenprozessen im Rahmen der Ereignisdokumentation, auch der historischen Ereignisdokumentation, also da stecken, glaube ich, so 15.000 Datensätze drinnen, und das wären mögliche Leitprozesse, das heißt, die halt am öftersten aufgetreten sind mit den größten Magnituden. Es ist wichtig, dass wir uns klar werden, welcher Leitprozess in den einzelnen Einzugsgebieten vorherrscht. Was kann man machen, wenn man das Ganze jetzt einmal statisch betrachtet, das heißt ohne großen, also nur von der Grunddisposition her, das heißt mit dem Höhenmodell. Wir können uns verschiedene morphologische Parameter aus dem Höhenmodell herauslesen, wie Neigungsverhältnisse, diese Meltonzahl, die eigentlich ein Maß für die Reliefenergie ist. Und wir können dann eine multinomiale logistische Regression einsetzen und wir haben zwei Faktoren, zwei von den vorher genannten Faktoren, und wir kriegen einen Bereich heraus, wo diese Prozesse sehr wahrscheinlich sind. Könnte man vergleichen, wenn man das umlegt, von mir aus Alter der wählenden Österreicher und die Dauer der Ausbildung, könnte man genauso gut sozusagen die politische Verteilung da zeichnen. Ist genau das gleiche System. In dem Fall sind bei uns halt die Prozesse wesentlich. An dem gibt es sicherlich noch was zu feilschen, wird die Julia dann sicherlich noch weiter tun. Wenn man das Ganze ein wenig dynamisch sieht, ne, wir haben jetzt Einzugsgebiete, die relativ häufig reagieren, die da mit Murgängen zum Beispiel einen Abfluss produzieren. Und siehe da, wir haben das ist ein kleines Einzugsgebiet, glaube ich, so mit 5 Quadratkilometer. Und wir haben da alle paar Jahr Abflüsse von 200, 300 Kubikmeter pro Sekunde. Also wie kann man das, man hydrologisch schon überhaupt nicht, aber wie kann man das Ganze vielleicht irgendwie festlegen und bestimmen? Ja, die Leute, die schon beim Berufungsvortrag vor Jahren einmal gehört haben, denen wird das vielleicht bekannt sein. Vom Prinzip her hat sich da nicht viel geändert. Wir haben Einzugsgebiete in einem gewissen Systemzustand. Normalerweise, wenn das System sozusagen kein Geschiebe liefern kann, dann können wir rein hydrologisch rechnen. Wir sind also in dem Bereich. In dem Moment, wo ein wenig Geschiebe dazukommt oder immer mehr Geschiebe dazukommt, haben wir einen Übergang, einen Systemübergang in ein anderes Systemverhalten. Warum? Ist dann die nächste Folie. Und dann gibt es natürlich noch andere Sachen, wie auch vielleicht im letzten Jahr eingetreten ist in der Steiermark, wo wir in einem komplett anderen Systemzustand dann zu Hause sind, also wo sich Prozesse überlagern, die aber nicht mehr in dem Bereich eines Bemessungsereignisses dann liegen. Warum spielt das Geschiebe so eine große Rolle? Das sind sozusagen Begriffe, die schon der Stini vor ungefähr 100 Jahren geprägt hat, die Klassifizierung der Geschiebeherde. Sind unterschiedliche Anbruchsformen
Und wenn wir sagen, der Abfluss ist eigentlich Intensität, wir haben Kubikmeter pro Sekunde. Und genau das Gleiche können wir für die Mobilisierung der Feststofferde ja unterstellen. Wir haben irgendwo ein Volumen und wir haben irgendwie eine Dauer, bis der ganze Geschiebeherd sich entleert hat. Und wenn man das sehr konservativ sieht, also wir haben eine konstante Entleerung des Geschiebeherdes über eine Zeit, ja, dann sind wir schnell mal bei etlichen Kubikmetern. Ne? Weil wenn wir sagen, wir haben 1000 Kubikmeter und der entleert sich in 10 Sekunden, dann ergibt es 100 Kubik pro Sekunde. Und das haben wir weit weg von jeder Hydrologie. Also das sind eigentlich die maßgeblichen Faktoren. Und wenn wir so bei einem Bach durchgehen und mal anschätzen, ja, das sind 5000 Kubik, das sind 1000, wie auch immer. Ne? Und wenn man die Zeit, also den Zeitfaktor mitspielen lässt, dann können wir bald einmal sozusagen zu gewissen Mobilisierungsintensitäten des Geschiebes, die uns bei Weitem sozusagen den hydrologisch berechneten Abfluss übertreffen. Was können wir jetzt mit diesen Daten machen? Wir können jetzt versuchen, unterschiedliche Informationen an vorhandenen Geodaten heranzuziehen. Das waren die Flächendaten. Wir haben auf der anderen Seite diese Ereignisdatenbank. Und wir können jetzt mit einem Art Expertensystem probieren, das Ganze zu klassifizieren und verschiedene Indizes zu produzieren. Das wird jetzt sozusagen diese Idee, die wir jetzt auch eingereicht haben, und wo eine laufende Dissertation sich damit auseinandersetzt. Wir brauchen also die unterschiedlichsten Geodaten. Wir haben dann daraus abgeleitete Parameter und wir verwenden dafür, damit wir das Ganze verknüpfen können, irgendeine Art von Expertensystem, sei es PhaseLogic, Dempster Schäfer, evolutionäre Algorithmen, neuronale Netze, Gray Systems und so weiter. Ist für uns auch ein neues Feld, aber Gott sei Dank gibt es im ersten Stock bei uns Kollegen, die uns da weiterhelfen. Aber ich glaube, das Ganze hat eine relativ, hat eine Zukunft, weil es hilft uns wirklich weiter. Dann für Einzugsgebiete so Dispositionsklassen bezüglich eines Prozesses festzulegen, Frequenzklassen und Magnitudenklassen. Das heißt, wir kommen direkt weg von dem Bemessungsereignis und wir schauen, dass wir einfach sozusagen Klassenbreiten festlegen, in dem sich so ein Prozess abspielen kann. Ja, warum zuerst so dieses Systemverhalten mit der Phase 3 oder System 3 Zustand? Naja, als Beispiel sei jetzt der Lorenzo Bach vom letzten Jahr angeführt, der ja doch sehr bekannt ist. Gefahrenzonenplanung hat einen Abfluss von 34 Kubikmeter pro Sekunde ausgewiesen. Naja, tatsächlich sind 500 bis 800 Kubikmeter dahergekommen, aber das Ganze hat 2 Minuten gedauert. Das heißt, in 2 Sekunden ist das von 0 oder von 30, sagen wir so, von 30 auf etwa 500 und nach 2 Minuten war es wieder herunten. Das heißt, es waren da Prozesse im Einzugsgebiet tätig, die man mit normalen sozusagen Maßstäben nicht mehr so messen kann und die uns auch nicht bekannt waren, dass sowas auftritt. Und wir müssen uns jetzt in dem Sinn halt überlegen, na, was war jetzt wirklich der Auslöser, wie kann man wirklich in dem Fall rund 20.000 Kubikmeter innerhalb weniger Sekunden mobilisieren. Sind wir nur am Überlegen, wie denn das tatsächlich in der Realität sich abspielen kann. Haben wir zwar Ideen, aber bewiesen ist noch nichts. Anders verhalten, zum Beispiel, wo mich der Kollege draußen gefragt hat, naja, Vierschnitzbach, Osttirol, da gibt es ein Netzvideo, was man sich auf YouTube auch runterladen kann. Ein nettes Verhalten, das heißt, das wäre die Ganglinie, schaut aus wie ein Kamm, das ist auf und runtergegangen. Wofür waren das dann? 39 Wellen, die da durch die Ortschaft durchgefahren sind, auf Basis von 2 Niederschlagsereignissen. Haben auch jeweils 100 Kubikmeter pro Sekunde überschritten. Das heißt, ja, was kann da die Ursache sein und war das jetzt wirklich das Bemessungsereignis oder nicht? Es könnte genauso gut sein, es könnte auf einmal daherkommen. Es war ein Glück, dass es in Wellen daherkommen ist, weil wenn alles auf einmal daherkommt, schauen wir wieder anders aus. Ne? Da gibt es Überlegungen jetzt, dass das zusammenhängt mit sozusagen mit den Eigenschaften Ton-Sand bzw. Kies-Steine. Das eine ist scheeabhängig, das andere ist reibungsabhängig und da spielt nur der Wassergehalt eine gewisse Rolle. Und nur die Übergänge sind relativ knapp und da werden wir in Zukunft auch noch ein wenig Forschung investieren in diesen Bereich. Kommen wir hin zu den aktiven und passiven Schutzmaßnahmen. Ich glaube, das ist soweit bekannt oder zumindest haben wir das in die ONR so hineingeschrieben. Ich möchte mich jetzt mehr oder weniger ganz kurz mit den technischen Schutzmaßnahmen aufhalten, die direkt auf den Prozess wirken und dann auf die anderen 2 Parameter übergehen.
Schutzmaßnahmen, wir wissen es, sie bewähren sich. Wie es genau funktionieren, wissen wir eigentlich nicht. Und zwar vor allem jetzt auch im Wasserbereich. Die Netze sind ausgetestet, gibt es Zertifikate bei den Lawinen. Ja, die Auffangdämme, glaube ich, sind ein wenig zu hinterfragen, wie man die genau bemisst. Aber wir haben massenhaft Bauwerke in den Wildbächen drinnen, gerade offene Bauwerke. Und wie die jetzt genau funktionieren, sei dahingestellt. Was kann man da machen? Ja, ich habe da jetzt was hinein, heute noch hineingegeben. Die Möglichkeit, um das, dem Ganzen auf die Schliche zu kommen, sind auf der einen Seite 1:1-Versuche. Und ich habe das da hineingegeben, weil ich habe meine Tiroler Kollegen da ein wenig penetriert und gesagt, es muss aus den 50er Jahren einen Film geben. Man hat da mal eine Sperre gebaut im Finsingtal und die hat man dann eingestaut. Hampel, 52, hat eingestaut und dann hat man die sozusagen brechen lassen. Und das Ganze ist auf einem Film festgehalten worden. Jetzt habe ich gefragt in Tirol, hey, ihr müsst ja den Film wo haben, das ist ja super Material. Ne? Na, jetzt haben wir mal das Lager aufgeräumt gestern. Ne? Und in einer Schachtel, was finde ich? Den Film. Ha, jetzt werden wir den natürlich eins kennen lassen und dann schauen, was man da wirklich sehen kann draus. Ich bin schon sehr gespannt, weil die Publikationen gibt es ja. Ja, ich habe leider kein Durchlicht, keine Durchlichtscanner, aber das war der Film, nicht? So, das sind die Versuche, die wir zu machen, auch in einem größeren Maßstab. Ist ganz interessant, wenn man sich da einmal, wenn man die Möglichkeit hat, sich zu spielen. Da haben wir auch ungefähr 10.000 Kubikmeter in einer halben Stunde mobilisiert und wollten wir drückgemessen. Aber ja, das waren unsere ersten Versuche, waren spektakulär. Aber wir müssen natürlich viel mehr aus solchen Sachen herausholen. Die anderen Sachen sind die Modellversuche, gerade das Verhalten mit Geschiebe. Gott sei Dank gibt es jetzt dieses ZALP-Projekt, wo wir auch dabei sind, wo wir diese Modellversuche weiter fortführen können. Also Sie sehen da unterschiedliche Einbauten. Ist ein wenig, ja, ist gut zum Muskeltraining, nicht? Wenn man da ein paar Kubikmeter Sand einmal umschaufeln darf. Aber es sind ganz nette Erkenntnisse vom Verhalten her, wie sowas funktioniert. Das Gleiche beim Urgängen. Und dann natürlich die Zukunft sind Simulationen. Ich habe das Glück gehabt, eine Dissertation mitzubetreuen in München. Und naja, da war ein junger Kollege, der ist ein Zampano auf diesem Open Foam. Und wie sowas ausschauen kann, also das war jetzt sozusagen ein sogenannter Wildholzfilter im Lorenzerbach. Also Sie sehen da, wie sich sozusagen 2 Meter hoch mit 4 Meter pro Sekunde, wie sich so eine Bingham-Flüssigkeit bei so einem Bauwerk verhält. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, ihn dann im März, April einzuladen, weil das Ganze gibt schon Weiterentwicklungen mit 2 Phasen. Und dann werden wir unterschiedliche Bauwerke sozusagen implementieren. Und da braucht man nur mehr das 3D-Druckerfile vom Bauwerk, das schiebt meine. Da braucht man irgendwer, der das Mesh generiert und dann rennt das Ganze. Da braucht man natürlich sozusagen die Ressourcen, dass das Ganze wirklich rennt. Ne? Wie auch immer. Kommen wir als nächstes Punkt zum Gebäudeschutz. Gebäudeschutz, es gibt diese ÖROG-Empfehlung für die Erklärung des irgendwo steht da was im Überflutungsbereich. Es sollte eigentlich in Gefährdungsbereichen mit geringer Gefahrenneigung sollen schon in der Bauplatzerklärung liegenschaftsbezogene Auflagen bestimmt werden. Wir zu Hause da selber so ein Häusl gebaut haben, das auch in allen Farben glänzt, vom Zonenplan her. Haben wir das einmal angeschaut, was so war, die Bauplatzerklärung, gibt es einen technischen Bericht, das sind die Punkte, ja, irgendwelchen von Gefährdungen sieht man da weit und breit nichts. Ne? Salzburg hat auch die Eigenschaft, dass die Bauplatzerklärung und die Baubewilligung in einem Verfahren abgehandelt werden können. Also rein so, das macht der Geometer, logisch, der schaut sich nichts an, der weiß seine Vermessungsdaten und aus. Im Befund bzw. im Bescheid steht dann drin, es gibt Auflagen, nicht? Wildbach- und Lawinenverbauung, wo wir selber erroscht, weil es gibt auch von der Geologie her Auflagen. Im Bescheid der Baubewilligung steht dann drin, man muss sich dann an die Auflagen sozusagen halten. Wenn man das Ganze gebaut hat, gibt es die Baufertigstellung, die eigentlich kein Mensch kontrolliert. Vermessungsplan wird abgegeben und somit hat sich's. Ob man die Auflagen eingehalten hat oder nicht, wird de facto nicht kontrolliert. Gut, was ist jetzt unser Vorschlag? In welche Richtung könnte sowas gehen? Weil genau dieses Thema wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen. Es gibt da, ja, die Überlegung oder den,
die Ansätze in Ölwerb in dem Bereich irgendwie hinzubringen. Das war jetzt nur ein möglicher Gedanke, wie man sowas in den Griff kriegt. Wir können Gebäudeschutzklassen festlegen und einen Gebäudeschutzausweis analog dem Energieausweis einmal vorschlagen. Was hätten wir da in dieser Matrix? Wir hätten auf der einen Seite die Einwirkungen von geringer statisch bis zu einer extrem dynamischen Einwirkung. Auf der anderen Seite hätten wir die Schäden, also die Widerstandsklassen, Schäden an der Gebäudehülle. Das war also die Gebrauchstauglichkeit und auf der anderen Seite die Tragfähigkeit, also ein wenig an den Eurocode angelegt. Und wir hätten hier unterschiedliche Schutzklassen ausgewiesen. Es war einmal so ein Grundkonzept. Wie geht das weiter? Wir brauchen natürlich dann unterschiedliche Nutzungskategorien, zum Beispiel aus dem Gebäude- und Wohnungsregister, der österreichweit vorliegen sollte. Wir könnten hier die einzelnen Nutzungen sozusagen einer Gebäudeschutzklasse zuweisen. Zum Beispiel ein Nebengebäude kann ruhig zerstört werden, auch bei einer geringen statischen Belastung. Hingegen Wohngebäude sollten ein wenig was aushalten. Noch mehr natürlich, wo man auch Kirche und Sakralbauten. Ich meine, das sind nur Vorschläge, wie auch immer, kann man alles ausdiskutieren. Wie würde sozusagen so eine Vorgangsweise ausschauen? Wir haben hier in diesem Bereich sozusagen unseren raumrelevanten Bereich, wir haben die Zonen und der Bauplatz, der müsste de facto schon mit Gefährdungsbildern irgendwo behaftet sein. Das heißt, es gibt diese netten Zeichnungen vom Jürgen und wann der Bauwerber weiß, oder Bauwerber, der Eigentümer weiß, hoppla, diese Gefährdungsbilder sind de facto da, dann könnte er ja sein noch zu errichtendes Objekt einmal räumlich so positionieren beziehungsweise bereits so planen, dass man diesen Gefährdungen am ersten ausweichen kann. Es gibt diese Schutzklasse und dann kann man natürlich noch die Einwirkungen zur Verfügung stellen und schauen, und das ist die große Herausforderung, also nicht nur gelb oder rot, sondern de facto wirklich die physikalischen Größen, die der Statiker braucht, um das Haus dementsprechend dimensionieren zu können. Da haben wir natürlich noch, glaube ich, viel dazu zu lernen und zu herauszufinden. Im Endeffekt sollte es einen Gebäudeschutzausweis geben. Vom Ablauf her nur einmal, es gibt den technischen Bericht Bauplatzerklärung, die ist noch völlig unabhängig von dem, was hingebaut wird. Es gibt vor die Gefahrenbereiche, Gefährdungsbilder und die erforderlichen Gebäudeschutzklassen. Dann irgendwo geht dann noch ein Zwischenschritt ab in den ganzen Verfahren, aber der Einreichplan sollte dann für den Einreichplan sollten dann de facto auch die Einwirkungen vorhanden sein. Das Ganze wird im Rahmen der Baubewilligung überprüft. Und die Baufertigstellung beinhaltet auch dann die Nachweiserbringung der durchgeführten Schutzmaßnahmen durch Zertifikate, Pläne, Fotodokumentation. Und das Ganze führt zu einer Ausstellung eines Gebäudeschutzausweises, insofern, dass auch sozusagen der Wert des Gebäudes gesichert ist. Im Endeffekt, wenn man das Gebäude verkauft und man hat da irgendeine Stahl- oder Betonwand drin, dann müsste man alles abbohren, damit man das weiß. Das normalerweise weiß man ja das dann in weiterer Folge nicht mehr, was man alles getan hat oder ob im Kanal Rückschlagkloppen drin sind und so weiter. Das müsste alles da de facto aufgeführt sein. Gut, kommen wir jetzt zum mehr oder weniger eher schon letzten Punkt, das Buffet wartet dann schon. Wir sind im Bereich Monitoring, Warnung und Alarmierung, also der Frühwarnsysteme, ebenfalls ein Punkt, der immer interessanter wird. Auch das Monitoring. Monitoring heißt eigentlich nur eine systematische Erfassung eines Vorgangs oder Prozesses mittels technischer Hilfsmittel. Eine Warnung ist dann bereits die Vorhersage eines möglichen Schadens und sie lenkt die Aufmerksamkeit auf eine drohende Gefahr. Steffen, ich glaube, das stimmt, oder? Und ein Alarm ist dann das Signal, was heißt, jetzt muss ich was tun. Das war sozusagen diese Vorgaben. Beispiel jetzt aus Oberösterreich, Pechgraben, das war eigentlich eine für uns glückliche Fügung. Wir haben uns einmal so Drohnen gekauft. Und die haben wir da eingesetzt. Das war ein nettes operatives Beispiel, weil wir da Diplomarbeit laufen haben, gemeinsam mit der Vermessung. Wie kann man sowas vom Workflow her am besten gestalten, dass man da optimale Ergebnisse hat? Das wäre jetzt ein gerechnetes Ortofoto. Ich meine, das Ganze ist innerhalb von einem Tag in dem Sinn fertig. Das Ganze war, da waren ja Bewegungen drin, weil es eine Rutschung war. Das heißt, man ist da mal jeden Tag geflogen. Man sieht schon den Fortschritt. Der Rutschung, aber auch den Fortschritt natürlich der durchgeführten Schutzmaßnahmen. Wir haben eine sehr gute Bodenauflösung von ein paar Zentimeter. Also solche Instrumente sind in Zukunft wahrscheinlich sehr interessant einzusetzen.
Problem, es gibt dann im nächsten Jahr irgendwie ein neues Luftfahrtsgesetz. Da werden wir schauen, wo wir da landen, ob wir dann illegal unterwegs sind oder nicht. Auf jeden Fall, ja, sag einmal, wir können das im Klaren machen. Das Bundesheer hat sich jetzt etliche von diesen Dingen angeschafft. Werden wir schauen, ob wir da eine Kooperation vielleicht zustande bringen. Nicht? War nicht so blöd. Da sparen wir uns ja Geld, nicht? Wenn wir die irgendwie verlieren, dann kostet unser Geld das Bundesheer. Naja, hat ein wenig mehr Geld. So, das andere Beispiel für ein Monitoring, das war zum Beispiel so die Ablagerung in einem Schieberückhaltebecken, das war sozusagen so ein 3D-Bild dann, ja, unter den normalen Voraussetzungen, wir haben GPS, wir haben da genügend Satelliten im Bereich da zur Verfügung, es gibt etliche Passpunkte und da ist man schon bei einer Auflösung dann von einer Genauigkeit von etwa 5 cm mit solchen Sachen. Die Post. Okay, auf jeden Fall sind wir da. Nein, das ist die Kavallerie, oder? Das sind also echt ganz nette Sachen, Einsatzbereiche, mit denen man mit diesen Hilfsmitteln, was uns in Zukunft zur Verfügung stehen wird, arbeiten kann. Kommen wir zur Warnung Alarm. Ja, wir hängen uns da an diese Wahrnehmungskette an. Normalerweise ist irgendein Prozess löst einen Reiz aus. Ungefähr, wenn wir über die Straßen gehen, schauen wir, kommt ein Auto oder kommt kein Auto. Nicht? In solchen technischen Systemen haben wir also auch irgendwo einen Reiz, der in ein elektrisches Signal umgesetzt werden muss. Das wäre sozusagen diese Übersetzung. Und dann muss man diese Werte irgendwie behandeln mit einer Analyse und so weiter. Und schauen wir uns jetzt sozusagen einen gefährlichen Prozess an. Wir haben den Reiz, wir bearbeiten die Daten, wir analysieren sie und es kommt irgendwo einmal zu einer Wahrnehmung. Hoppla, irgendwas ist unterwegs. Dann braucht man eine gewisse Zeit, bis diese Wahrnehmung bestätigt wird und sagt, ja, jetzt ist es soweit. Und dann könnten wir eigentlich eine Warnung aussprechen. Dann braucht es nur Zeit, bis das Ganze kommuniziert ist, was nicht in unserer Hand liegt. Und dann natürlich die Reaktionszeit dann der Bevölkerung oder ob man dann eben, sage ich mal, eine Brücke sperrt oder den Zug einbremst, wie auch immer. Welches Beispiel haben wir da in den letzten Jahren irgendwo errichtet? Ein gewisser Spieltrieb auch dabei. Wir haben diese meteorologische Messstation im oberen Einzugsgebiet. Wir haben hier mit Hilfe der Wildbachverbauung so diese sozusagen Ausleger über den Bach errichtet mit unseren Messeinrichtungen und weiter unten im Ort haben wir dann ebenfalls noch mal eine. Schaut relativ simpel aus, wenn man das Ganze ein wenig genauer sich anschaut. Wir haben verschiedene Übertragungswege von GSM, Funk bis zum mobilen Breitband. Wir haben hier eine spezielle Anordnung von zwei Radar, damit sozusagen ein Grenzwertüberschreitungskriterium eingeführt werden kann, also der Abgleich der Messwerte. Wir haben hier von diese Radar lösen uns auch dann eine Videokamera aus, damit man dann sozusagen das auch visuell betrachten kann. Wir haben Geophone, wir haben dann Infraschall aufgelegt, zu dem kommen wir noch. Wir haben aber auch hier sozusagen auch im Rahmen eines FFG-Projekts ein Radar errichtet. Das Ganze geht oben und dann ist die Frage sozusagen, wie man da mit der Kommunikation dann weiter tut. Aber im Prinzip wären wir in der Lage, sozusagen eine Warnung auszusprechen, um die Brücken, die in dem Bereich sind, mehr oder weniger zu sperren. Ich habe zuerst gesagt, Infraschall, was ist Infraschall? In den letzten Jahren Arbeit von Arnold mit einer Dissertation und jetzt vom Schimmelande. Infraschall ist das, was wir nicht hören. Also wir haben sozusagen den hörbaren Sound und den nicht hörbaren, das ist der Infraschall. Man könnte es übertreiben, ne? Also wenn die Tiroler ein wenig unter Föhn leiden, das ist auch Infraschall. Das ist sozusagen ein sehr, sehr tiefer 1 bis 2 Hertz, aber genau das ist es. Es kommt da zu gestörten Wahrnehmungen und alles Mögliche, nicht heißt wissenschaftlich erwiesen. Soweit wollen wir nicht gehen. Wir haben hier, sozusagen, wenn wir diesen Infraschall aufnehmen, haben wir eine Sampling Rate von rund 100 Hertz. Wir können bis 50 Hertz auswerten. Das wäre zum Beispiel so eine Frequenzanalyse, AFFT-Berechnung, damit wir sehen, in welchem Frequenzbereich haben wir die höchsten Energien. Wir wissen, dass die Murgänge im Bereich zwischen 5 und sagen wir 10, 15 Hertz hier ihr Maximum haben. Und genau diese Information können wir hernehmen, das wäre dann in dem Fall ein Frequenzzeitdiagramm, um in einem Bereich schon weit vor dem Ereignis, was da ist, bereits den Prozess erkennen zu können. Als Beispiel hier der Illgraben, wo man sowas
in Kooperation mit den Schweizer Kollegen aufgebaut haben. Das wäre jetzt das Originalsignal, das umgelegt auf dieses Zeitfrequenzdiagramm oder Spektrogramm. Und da war es uns möglich, obwohl das nicht optimal positioniert war, das Ereignis, was da anfängt, bereits 600 Sekunden vor Eintritt am Beobachtungsort zu detektieren. Wenn man das jetzt mit einer mittleren Geschwindigkeit des Fließprozesses von 3 Meter pro Sekunde multipliziert, sind wir fast bei einer Entfernung von 2 Kilometer, wo wir den Prozess unter diesen Bedingungen dort haben, eindeutig identifizieren können. Ist natürlich ist eine optimale Bedingung. Am Lattenbox sind wir weiter herunten, aber im Prinzip müsste das hinhauen. Das kann man auch für Lawinen auch hernehmen. Ja, unsere letzte Entwicklung ist in Richtung Radar. Das ist eine Kooperation mit einer Firma in Graz, heißt Hochfrequenztechnik, das ist ein Murenradar. Also wir haben nicht mehr diese großen Lawinenradar, wie sie früher war. Da steckt schon sozusagen eine neue Generation dahinter. Das war das Radar, es ist gleichzeitig ein Video aufgelegt. Wir haben hier massenhaft Signale, weil das ein Gigahertz-Bereich ist. Und wir überprüfen hier einen geringen Abschnitt in unterschiedlichen Range Gates. Wir können die Geschwindigkeit des Prozesses da festlegen. Wobei, wenn die Sicht gegeben ist, wenn wir eine Fläche von ungefähr einem Quadratmeter haben, können wir eine Bewegung auf eine Entfernung von rund 2 Kilometer detektieren. Das heißt, das ist relativ praktikabel, wenn man irgendwo aufschaut. Wir haben da einen Mitarbeiter angestellt, der sich mit der ganzen Signalanalyse jetzt im Speziellen auseinandersetzt. Ja, es gibt also sehr viele Möglichkeiten des aktiven Risikomanagements, aber es verbleibt immer noch ein gewisses Restrisiko. Ja, und ich weiß nicht, wer schon alle dieses Video kennt, es fasziniert mich immer wieder. Und das heißt, wenn man jetzt in diesem Restrisikobereich drin ist, dann braucht man echt ein wenig Glück. So, schauen Sie bitte da am Anfang vom Video gleich einmal da hinauf auf diesen Felsklapf. Das Ganze ist in Taiwan aufgenommen, das heißt, es regnet ein wenig. Und wir haben da sozusagen ja einen, das ist ja nicht so, so die Videokameras sind Autos. Das würde mich faszinieren, wenn wir das bei uns auch öfters hätten. Könnte man vielleicht viel mehr Sachen aufnehmen. Und dann auf einmal, ja, kommt einmal was daher. Erwischt den. Aber jetzt kommt das Glück, oder? Also, muss ich sagen, das ist wirklich. Und wir haben Gott sei Dank in den letzten Jahren auch sehr viel Glück gehabt mit unseren Ereignissen, dass da keine Leute dass keine Leute gestorben sind. Also wenn ich mir vorstelle, am Lorenzerbach, bis 4 Uhr früh waren die Leute noch im Einzugsgebiet drin und haben sich das Gerinne angeschaut, ob es zu Verglasungen kommt. Die Feuerwehr war drin, bis um 4 in der Früh. Dann sind sie Gott sei Dank schlafen gegangen, um 5 ist das Ereignis gekommen. Nicht? Also da muss man echt sagen, das ist echt, ja, Glück. Wie auch immer. Gut, ja, zum Schluss möchte ich mich noch natürlich bei allen meinen Mitarbeitern bedanken, die mich da in der Lehre und Forschung unterstützen, die mir dabei helfen oder auch Gesprächs-Sparring-Partner sind, wenn es um Ideen geht. Das Ganze kann man ja nicht alles selber machen, sondern man braucht wirklich engagierte Mitarbeiter. Ein Dank auch dem technisch-administrativen Staff, der ja das Rückgrat des Instituts sind. Ohne denen darf das sicherlich auch alles nicht funktionieren. Dann natürlich bei allen Kollegen draußen, wo wir auch mit Exkursionen hinfahren dürfen, wo wir alle lästig sein dürfen. Und wir sind bis jetzt alle noch wirklich mit offenen Armen empfangen worden. Natürlich auch, dass wir dann aber wieder Fragen hereinbekommen, weil da herinnen kriegen wir von Naturgefahren nicht so viel mit, das sind die Leute, die draußen sind. Der Uni, dass wir diesen Forschungslehrbereich überhaupt auf der Uni haben. Ja, und zu guter Letzt noch bei meiner Frau, die sozusagen die Last trägt, weil Salzburg Wien pendeln und sie macht das Ganze daheim und ich kann mir sozusagen das leisten, in Wien ein wenig da zu forschen. Somit herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.